Die Bienen sind seine Lebensgrundlage. Walter Edwin arbeitet seit mehr als 30 Jahren als Imker. Bei guter Honigernte kann er damit für sich und seine Frau sorgen. Aber wenn ein Hurrikan die Insel St. Lucia trifft, ist ihre gesamte Existenz bedroht. Deshalb haben sie eine Klimarisikoversicherung abgeschlossen. 24 Stunden nach dem letzten großen Sturm rief mich die Versicherung an und sagte mir, dass ich eine Auszahlung bekomme. Dieses Geld hat mir sehr geholfen, denn ich konnte mich dadurch um meine Bienen und auch um mich selbst kümmern. Der Imker zahlt den Mindestjahresbeitrag von umgerechnet etwa 30 Euro und kann dadurch bis zu 300 Euro erstattet bekommen. Mit dem Geld hat Walter Edwin Sirup gekauft, um seine Bienenvölker nach dem Unwetter wieder aufzupäppeln. Sein Problem sind aber nicht nur die Tropenstürme, die immer häufiger auftreten. Für die Bienen ist es schwieriger geworden, Nektar zu finden, denn das Wetter ist unberechenbar. Momentan ist eigentlich Trockenzeit auf St. Lucia. Trotzdem gibt es ständig Schauer. Dadurch sinkt der Honigertrag. Der Klimawandel ist für uns auf St. Lucia sehr stark zu spüren. In einigen Jahren haben wir zu viel Regen, was sich auf die Blüten auswirkt. Und in anderen Jahren herrscht Dürre, die viel zu lang anhält, was auch ein Problem ist. Die kleine Karibikinsel gilt zwar als Traumziel für Touristen, aber mehr als ein Viertel der Einheimischen lebt unterhalb der Armutsgrenze. Und es herrscht hohe Arbeitslosigkeit. Das wichtigste Exportgut der Insel sind Bananen. Doch die Plantagen werden immer öfter von Unwettern verwüstet. Vincent Norbert fürchtet vor allem den Starkregen, der seine Felder schon mehr als einmal überflutet und die gesamte Ernte vernichtet hat. Deshalb hat der Landwirt die höchste Schadenssumme versichert, umgerechnet etwa 3.000 Euro. Pro Jahr kostet ihn die Versicherung rund 300 Euro. Was immer wir ausbezahlt bekommen, hilft uns beim Neuanfang, wenn wir die Felder nach einem Unwetter wieder bestellen müssen. Ohne diese Versicherung müsste ich zur Bank gehen und einen großen Kredit beantragen. Die Banken finanzieren das aber normalerweise nicht, denn die Landwirtschaft ist risikoreich, das mögen die Banken nicht. Die deutsche Regierung fördert das Pilotprojekt auf St. Lucia mit Geld aus der Internationalen Klimaschutzinitiative. Ein Expertenteam ist zu Besuch, sammelt Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge. Einzigartig an dem Versicherungsmodell: allein Wetterdaten, die per Satellit aufgezeichnet werden, entscheiden darüber, ob und wie viel Geld die Versicherten bekommen. Niemand kommt zu ihnen nach Hause, um den Schaden festzustellen. Im Fall von starkem Regen oder hohen Windgeschwindigkeiten ist es sehr wahrscheinlich, dass sie einen Schaden hatten. Wir wollen, dass die Menschen die Auszahlung schnell bekommen, damit sie sofort nach dem Sturm mit dem Wiederaufbau beginnen können. Doch die Zahl der Kunden ist bislang gering. Ein Grund ist das Misstrauen gegenüber Versicherungen in der Region. Das Projektteam arbeitet mit lokalen Versicherungsfirmen daran, künftig mehr Menschen in der Karibik zu erreichen. Gerade die letzte Hurrikansaison hat gezeigt, wie katastrophal sich der Klimawandel auf die Region auswirkt. Maria hat sich innerhalb von weniger als 12 Stunden von einem Kategorie 1 zu einem Kategorie 5 Hurrikan entwickelt. Besonders Dominica war betroffen. Die Insel wurde wirklich verwüstet. Kein Teil ist verschont geblieben. Das Fischerdorf Anslari.
Der Versicherungsvertreter will hier neue Kunden gewinnen. Er betont, dass jeder eine Versicherung abschließen kann, unabhängig vom Beruf. Und dass allein starker Regen oder Wind zu einer Auszahlung führen. Viele sind skeptisch. Geld bei schlechtem Wetter? Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Nach der Informationsveranstaltung kehren die Fischer zu ihrer Arbeit zurück. Sie spüren den Klimawandel tagtäglich, denn sie fangen weniger. Dafür sind auch der Anstieg der Meerestemperatur und die Hurricanes verantwortlich. Manchmal trifft es uns wirklich sehr schlimm. Ein Hurrikan hat mein Boot zerdrückt und meine Netze zerstört. Die Regierung hilft uns nicht mehr. Nur wenn du selbst etwas gespart hast, kannst du es wieder investieren. Aber manchmal hast du eben nichts. Trotzdem muss es weitergehen, mit oder ohne Versicherung. Ihr Alltag steckt voller Risiken. Nur eines ist sicher: Der nächste Tropensturm kommt bestimmt.